Herzlich willkommen zu diesem Video mit dem Thema Teamidentität. Sie arbeiten jetzt über einen Zeitraum des Projektes als Team gemeinsam an einer Aufgabe für einen Auftraggeber oder für ein internes Projekt. Und jetzt ist es wichtig, dass Sie sich als Team auch zusammenfinden. Sie müssen sich erstmal kennenlernen in den ersten Schritten. Und wichtig ist dann, dass man als Gruppe sich zunehmend als gemeinsames Team identifiziert und sagt, das Team und die anderen. Und also das ist ein wesentliches Ergebnis eines Projektes, dass da auch sozusagen ein Team rauskommt, was sich gut versteht und was vor allem effizient zusammenarbeitet. Und jetzt können Sie einiges tun, um die Teamidentität zu fördern. Und was Sie da tun können, das möchte ich in diesem Video darstellen. Und in dem Zusammenhang stellen wir dann auch eine entsprechende Wiki-Seite her, die das darstellt. Wechseln wir also wieder ins GitLab. So, wir sind hier wieder im Projekt Handbuch und ich habe die Seite schon mal vorbereitet, um so ein bisschen Wartezeiten für einen Foto-Upload zu ersparen. Ich zeige einfach mal, was man da machen kann. Also, das Team stellt sich vor. Ich bin jetzt hier also auf einer eigenen Wiki-Seite. Was Sie brauchen als Team, ist ein gemeinsamer Teamname. Wenn Ihnen gar nichts einfällt, nehmen Sie einfach den Vornamen von dem Drehtelsführer des Projektes und wenn der Kevin heißt, nennen Sie sich die Kevins. Oder wenn sie Bertha heißt, dann sind das die Berthas. Oder Sie nehmen das Projektthema, die Bildverarbeiter oder Bildverarbeitung oder. Also es gibt genügend Möglichkeiten, dass Sie sich einen schönen Teamnamen ausdenken. Mir ist jetzt auch nichts Gutes eingefallen. Ich habe uns jetzt einfach Innovationslabor-Team Rosenheim genannt. Da kann man sicherlich, wenn man ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken hat, noch was Schöneres finden. Zweiter wichtiger Punkt ist dann, Sie brauchen ein gemeinsames Logo. Auch da konnte ich mir jetzt auf die Schnelle kein eigenes Logo ausdenken. Deswegen habe ich jetzt einfach mal das Logo der Hochschule genommen. Auch das Logo können Sie dann auf alle Veröffentlichungen draufkleben. Sie können es in jedem Foliensatz sichtbar machen. Vielleicht können die Farben aus dem Logo auch in Ihren Foliensätzen und auf den Wiki-Seiten und in Ihrer Software wieder auftauchen. Also das heißt, Sie entwerfen hier ein Farbschema, nutzen vielleicht gewisse Fonts. Das heißt, so Stück für Stück kann man sich so eine eigene Corporate Identity aufbauen mit den Farben, die man so verwendet. Das Logo ist überall drauf und den Fonts, die Sie nutzen für Ihre Präsentation. Ich würde dann ins Wiki ein Foto einstellen. Ich habe jetzt hier mal das Foto von dem Innovationslabor-Team reingestellt. Das ist ein Foto von einer der letzten Projektmessen, die wir gemacht haben. Das heißt, man könnte ein Foto hochladen und wichtig ist, das hier zu beschriften. Die Videos werden jetzt ja vor allem im studentischen Kontext genutzt. Das heißt, bei uns in Rosenheim machen vielleicht 80 Studierende in einem Semester ein Projekt, so dass ich jetzt auch nicht alle Namen auswendig kann. Das heißt, also auch das Foto hilft mir und auch den Coaches, dann die Studierenden jeweils mit Namen anzusprechen. Also schadet so ein Foto gar nicht. Einfach auch, dass man weiß, mit wem man da zu tun hat und dass man nachschauen kann, zu wem auch die Stimme gehört. Wir sind ja sehr viel online unterwegs gerade und viele haben ihre Kamera aus. So kann man dann zumindest zur Stimme und dem Namen dann ungefähr gucken, wie sieht die Person aus. Also ein Gruppenbild ist auf jeden Fall gut, dass man sozusagen das Team mal am Stück sieht und darunter eine Beschriftung, wer dargestellt ist, also hier von links nach rechts. Das sind jeweils die Innovationslabor-Leute. Was dann noch wichtig ist für Ihre Teamzusammenarbeit, sind Sachen wie erreicht man jeden? Also auf der Wiki-Seite stehen dann sowas wie die Kontaktdaten zu jedem drauf. Also Gerd Benecken hat die Telefonnummer, irgendeine Fantasienummer, das ist meine reale E-Mail-Adresse. Man könnte da auch Skype-IDs, Discord-Nummern oder andere Dinge eintragen. Also wichtig sind, dass die Teammitglieder von sich jeweils wissen, wie sie sich erreichen können. Ein wichtiger Punkt bei unseren studentischen Projekten ist noch die Verfügbarkeit. Alle Studenten haben nicht zu jedem Tag Zeit, weil viele arbeiten oder andere Vorlesungen haben. So könnte man also hier reinschreiben, naja, der Beniken hat jetzt nur montags und donnerstags Zeit und an den anderen Tagen macht er was anderes. Also das ist ja deswegen wichtig zu wissen, man muss sich ja irgendwann koordinieren, gemeinsame Termine machen und daher sind die Verfügbarkeiten wichtig. Dritter Punkt ist noch die Rolle im Team. Das heißt, man sollte sich so ein bisschen auf verschiedene Rollen einigen. Wir brauchen auf jeden Fall für jedes Projekt einen festen Ansprechpartner für den Kunden. Man kann den, sag mal, Product Owner ist ein bisschen überladen, der Begriff. Eigentlich ist der Product Owner,
Man könnte sagen, auf Kundenseite sitzt der, wenn man jetzt Scrum beim Wort nimmt, weil der Product Owner entscheidet ja, welche Features gemacht werden sollen, und der ist ja dafür auch verantwortlich, die Informationen zu allen Sachen, die in das Produkt rein sollen, zu beschaffen und die Entscheidungen zu treffen. Und das kann eigentlich nur der Kunde machen. Aber man könnte in ihrem Team so eine Art Ansprechpartner für den Kunden machen und so eine Art Product Owner Proxy etablieren, der dann für das Team beim eigentlichen Product Owner nachfragt oder wenn der Kunde keinen stellt, der halt in der Kundenorganisation nach den notwendigen Informationen sucht. Man könnte noch einen Scrum Master benennen, der dann dafür sorgt, dass man sich an die Regularien hält, die im Team vereinbart sind, also dass alle pünktlich zu den Meetings erscheinen, dass zum Beispiel die Daily Stand-Ups nicht länger als eine Viertelstunde dauern, der auch sieht, wenn es irgendwie eine Behinderung gibt im Projekt, wenn irgendwas aufgehalten wird, unnötig, der dann diese sozusagen diese Impediments dann wegräumt. Also Scrum Master kann Sinn machen in Ihrem Projekt. Wir stellen den über unsere Coaches auch von außen. Also wir machen Daily Stand-Ups auch mit Ihnen und gucken dann, dass die Regeln eingehalten werden. Dafür sind ja die Coaches bei uns da. Und was man dann noch machen kann zusätzlich, sind so klassische Rollen des klassischen Projektmanagements zu vergeben, wo man jetzt nicht sagt, okay, er oder sie macht das jetzt ausschließlich, oder er oder sie ist jetzt dafür verantwortlich, und wenn das kaputt ist, wird der sozusagen aus dem Team ausgefeuert. Aber es ist schon wichtig, dass man so bestimmte Leute hat, die sich um gewisse Themen kümmern. Also man könnte so Hüte, ich habe das jetzt Hüte in den Aufgabenblättern genannt, man könnte Hüte verteilen. Man könnte zum Beispiel sagen, dass man einen UX-Hut verteilt, und dann ist jetzt eine Person im Team, die soll besonders auf eine gute Usability achten und die Qualitätssicherungsmaßnahmen für Usability organisieren. Das ist zum Beispiel so ein Usability-Test, dessen gibt, oder das neuristische Evaluation oder sowas. Oder wir ernennen einen technischen Architekten, und der kümmert sich jetzt vor allem darum, dass das mit den Docker-Containern gescheit läuft, dass die Verteilungsarchitektur korrekt dokumentiert ist und so weiter. Also deswegen bietet es sich an, hier bei Rolle auch so klassische Rollen mit reinzunehmen. Wir sind uns aber natürlich klar darüber, dass man in Scrum organisierten Projekten sind alle im Team verantwortlich für die Gesamtqualität des Produktes, und man kann sich jetzt nicht rausreden, dass man Entwickler ist und deswegen nicht testen muss oder sowas, weil alle insgesamt die Verantwortung tragen. Dennoch ist es nicht schlecht, wenn eine Person auf ein Thema besonders achtet, weil sie sich da besonders auskennt. Jetzt, wo Sie einen Überblick haben, was alles auf der Teamvorstellungsseite stehen könnte, schauen wir uns ganz kurz nochmal das Markdown an. Ich starte hier wieder das Edit und zeige Ihnen mal ganz kurz ein paar Ausschnitte aus dem Source Code. Man kann Bilder mit Attach File hochladen. So habe ich jetzt zum Beispiel das Logo hochgeladen. Ich mache das nochmal neu. Attach File. Und kann dann hier zum Beispiel das Hochschullogo hochladen. Das ist einfach auf meinem Desktop, auf meinem PC. Und dann macht er uns hier eine Bildunterschrift und hat hier auch eine eigene Datei ins Repository hochgeladen mit dem Hochschullogo. Und genau das Gleiche gilt für das Innovationslabor. Gruppenbild, da habe ich jetzt einfach unten drunter noch das von links nach rechts geschrieben. Tabellen sind sehr schön gemacht in Markdown-Sprache. Ich kann hier einfach mit Add Table in dem Menü eine neue Tabelle erzeugen. Ich mache das mal ganz kurz. Sie sehen, also er gibt mir da so eine Formatierungsvorlage, die ist eigentlich selbsterklärend, wenn man so ein bisschen nachdenkt. Und ich habe jetzt hier einfach eine Tabelle in Markdown hergestellt, mit Name, Rolle, Kontaktdaten und so weiter. Also mit den relevanten Informationen. Und wenn man das entsprechend setzt wie die Vorlage, ich speichere das mal, haben Sie auch hier unten eine schöne Tabelle, der dann selber auf eine Headerzeile kommt. Die muss er nicht extra kennzeichnen. Also das ist implizit gegeben. Und dann füllen Sie die Tabelle entsprechend aus. So, das waren so die wichtigsten Sachen, die auf dieser Teamvorstellungsseite da sein sollten. Also versuchen Sie durch verschiedene Maßnahmen, dass sie als Team zusammenwachsen. So ein Logo und so ein Teamfoto sind nur Kleinigkeiten. Man sollte sicherlich auch mal gemeinsam essen gehen, wenn das wieder geht. Oder online Online-Bier gemeinsam trinken oder sowas. Also da werden sie Möglichkeiten finden, dass sie sich als Team zusammenraufen. Wie gesagt, normalerweise würde man, wenn man sich treffen dürfte, jetzt irgendwie einen gemeinsamen Kneipenabend machen oder was essen gehen und dann da versuchen, sich noch ein bisschen besser kennenzulernen.
Okay, danke für Ihre Aufmerksamkeit und weiter geht's dann mit dem Thema Happiness Index.